Zunächst erscheint es in Bezug auf die Thematik hilfreich zu sein, drei Begriffe voneinander zu unterscheiden. Der erste Begriff, Salaf, bedeutet wörtlich Wegbereiter. In der islamischen Tradition bezeichnet man die Begründer der religiösen, moralischen und rechtlichen Schulen als Salaf. Die ersten drei Generationen wurden durch den Propheten Mohammed sehr hoch geachtet. Deshalb haben die Salaf-Gelehrte eine besondere Stellung. Der zweite Begriff, Salafia, bezieht sich auf eine Strömung, deren Anhänger ein beschränktes Verständnis von religiösen Texten haben. Personen wie der Begründer der wahhabitischen Schule, Mohammed bin Abdul Wahhab, gehören zu dieser Strömung. Abu Hanife, zum Beispiel Begründer der hanefitischen Rechtsschule, ist hingegen als eine Person bekannt, die die Vernunft betont. Somit ist Abu Hanife Salaf, aber kein Vertreter der Salafi-Strömung. Nach diesen Vorbemerkungen möchte ich nun zur eigentlichen Thematik, dem Salafismus, kommen. Der Salafismus ist eigentlich ein modernes Phänomen, das sich von der klassisch-islamischen Tradition losgelöst hat. Der Begriff Tradition bezieht sich in diesem Kontext auf die Wurzeln und Generationen von Glaubens- und Denksystemen sowie auf Moralvorstellungen, Rechtsauffassungen. Die Angemessenheit einer Tradition zeichnet sich durch ihre Resistenz und ihr erfolgreiches Überdauern aus. Beispielsweise kann für die Osnabrücker, für Deutschland und Europa der Westfälische Frieden als eine bewährte Tradition gelten. Diese Tradition lehrt, wie ein harmonisches Miteinander zwischen andersdenkenden Menschen möglich ist. Ich möchte den Begriff der Tradition keinesfalls verherrlichen, aber betonen, dass sie nur dann lebendig ist, wenn sie eine eigenständige Dynamik besitzt. Die Anhänger des Salafismus jedoch blenden Traditionen völlig aus. Solche Menschen leiden unter einem Identitätskonflikt, sind unerfahren, möchten sich beweisen und suchen nach Anerkennung. Der einfachste Weg der Anerkennung ist, es eine extreme und zugespitzte Haltung einzunehmen. Menschen wie Salafisten sind nicht in der Lage, Tradition zu erfassen. Deshalb bleiben sie in ihrem Denken und Glauben sehr oberflächlich. Die heutzutage als extrem zu bezeichnenden Strömungen werden nur zur Besinnung kommen, wenn sie ihre Traditionen kennenlernen. Ansonsten werden ihre Handlungen nichts weiter sein als ein aggressives Sich-Beweisen-Wollen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.